Logbuchfreiheit mit der Folge 7 aufgezeichnet am 29.05.2020, veröffentlicht am 3.06.2020, einen Tag bevor in Berlin über ein neues Antidiskriminierungsgesetz abgestimmt wird, und zwar ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz. Dieses Gesetz wird von der Polizeigewerkschaft kritisiert, die sich fragen muss, ob man Polizei aus anderen Bundesländern dann überhaupt noch zu Einsätzen nach Berlin schicken kann. Und Horst Seehofer nennt es im Grunde einen Wahnsinn. Das klingt erstmal sehr gut. Und deswegen sprechen wir auch über dieses Gesetz heute mit Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wie immer fangen wir mit den grundsätzlichen Fragen an. Lea, was ist denn überhaupt Diskriminierung? Ja, Diskriminierung kann man erstmal eigentlich beschreiben als eine Benachteiligung ohne einen Sachgrund. Aber wirklich interessant wird es, wenn die Diskriminierung an bestimmte Merkmale anknüpft. Und die ist dann auch besonders, also an besonders hohe Voraussetzungen geknüpft rechtlich. Und zwar sind die Merkmale unter anderem jedenfalls eben Rasse, Geschlecht, soziale Herkunft, Sprache, Behinderung politische ganz wichtig. Anschauung, genau. Sexuelle Identität. Du kennst dich da besser aus als mich. Ich wollte nur dir kurz helfen. Also alles, was, genau. Also, und Sachgrund heißt ja in dem Zusammenhang, hat mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun. Genau, also ja? Genau, es gibt also den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, der heißt einfach nur, Unterschiedliches muss unterschiedlich behandelt werden, Gleiches muss gleich behandelt werden. Das heißt, man braucht immer einen Sachgrund, wenn man differenziert. Aber wenn man an diese besonderen Merkmale, die wir gerade genannt haben, anknüpft, dann muss es wirklich dann bedarf es höherer Voraussetzungen, also zwingender Gründe oder wirklich, braucht man viel höhere Voraussetzungen, um dann unterscheiden zu dürfen, weil das eben die Kriterien sind, nach denen Macht in unserer Gesellschaft sich verteilt. Also wir wissen genau, wenn jemand mit einer Behinderung benachteiligt wird, dann sind das genau die Machtverhältnisse, die sich da durchsetzen. Und deswegen ist das an ganz hohe Voraussetzungen geknüpft, penalisiert. Ich würde noch einen Aspekt hinzusetzen, den ich persönlich so gefährlich finde. Und das ist, dass sich natürlich durch Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, und darauf sprichst du ja auch genau an, tatsächlich auch die Gefüge ergeben, die diese Diskriminierung ermöglichen. Beispiel, eine Universität oder eine Schule wählt nach Leistung aus. Das ist jetzt kein, das ist ein sachbezogener Grund. Aber der Zugang dazu ist unterschiedlichen Gruppierungen unterschiedlich möglich. Mhm. Ne? Das heißt, so dass das im Prinzip ich nehme jetzt ein Beispiel Migrationshintergrund, erschwert dir den Zugang in der Schule. Klar, das ist leicht möglich, dass du da in schlechtere Leistungskategorien fällst. Und das ist aber dann quasi nachher ermöglicht es deine Diskriminierung unter Sachbezug. Es ist aber trotzdem ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben. Und was ich denke, dieser Gleichbehandlungsgrundsatz auch im Zugänglichmachen von Möglichkeiten ist ja mindestens genauso wichtig wie nicht zu diskriminieren. Ja, das ist aber übrigens der Themenkomplex mittelbare Diskriminierung. Ganz viel Diskriminierung findet mittelbar statt. Also man muss sich angucken, wenn ich nach bestimmten erstmal neutralen Kriterien unterscheide, wen betrifft das dann? Und das nennt man mittelbare Diskriminierung. Das ist also auch eigentlich vom Diskriminierungsschutz mit abgedeckt, aber wird natürlich schwer in der Darstellung. Habe ich ein Wort gelernt. Wie kann man rechtlich gegen Diskriminierung vorgehen und warum ist das so schwierig? Ja, also das Diskriminierungsverbot ist verankert einmal natürlich schon im Grundgesetz und gilt damit, aber bindet dann in erster Linie die öffentliche Hand, also den Staat, und nur in bestimmten auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffen spielt das auch ins Privatrecht rein, aber eben ist da deutlich schwächer, und deswegen gibt es seit 2006 das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, AGG. Also es gibt auch andere Gesetze, die das auch ausnormieren, aber das ist so das Wichtigste wirklich im Kampf gegen Diskriminierung. 2006 eingeführt, damals gegen riesige Proteste, das würde alles kaputt machen, irgendwie, was wir an Privatwirtschaft haben, so eine etwa riesige Klageflut erwartet. Das hat sich leider so nicht gezeigt. Und es gibt mit der Durchsetzung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes also diverse Probleme. Und zwar, wollte mir das mal an so einem Fallbeispiel vorstellen, was heute auch ganz gut hier in die Sendung bei United We Talk passen. Und zwar geht es so um Diskriminierung an der Türpolitik in Berlin. Und zwar ist Berlin ja sehr stolz auf die Berliner Clubkultur, die immer so gilt als Paradies auch der sozialen Freiheiten und Gleichheiten. Und schrägen Vögel. Und viele mehr. Und die Türpolitik an der Tür soll natürlich eigentlich in erster Linie auch so ein Safe Space schaffen. Und also gerade
die Leute draußen vorhalten, die möglicherweise stören könnten, auch in diesem liberalen in dieser Partywelt. Aber de facto diskriminieren die dort an der Tür natürlich stark. Und da gibt es etliche Testing-Verfahren, die das mal ausgetestet haben, wo dann einfach Leute hinlaufen, gleich gekleidet, fünfmal weiß, fünfmal türkisch-arabisch aussehen zum Beispiel, Männer insbesondere. Und dann sieht man ganz klar, dass da Diskriminierung an der Tür stattfindet. Da gab es viele Klagen auch gegen, tatsächlich mal strategisch ist ein Feld, glaube ich, wo es somit die meisten Klagen gegeben hat von Verbänden im Hintergrund. Und da stellen sich aber bestimmte Herausforderungen bei der Durchsetzung vom Diskriminierungsschutz, die man an dem Beispiel halt mal so ein bisschen zeigen kann. Denn derjenige, der also gegen den Club klagt, muss dann darstellen, dass er wegen des penalisierten Merkmals nicht genommen wurde, also wegen Rasse. Und natürlich. Und das ist aber ein Einzelfall und in dem Einzelfall ist das immer wahrscheinlich kaum nachzuweisen, yes, ne? Weil der Türsteher sagen kann, nee, war gerade voll, war gerade zu heiß, dann die Schuhe waren keine Lederschuhe oder sonst was. Genau, ne? Die Türsteher sagen im Normalfall nicht, das ist jetzt, weil du aussiehst wie ein Araber. Aber das spielt bewusst oder unbewusst eben mit rein. Und ich glaube, dann vor den Gerichten hat man eben diverse Probleme bei der Durchsetzung. Die haben also ganz unterschiedliche Gründe, aber die sind zum Teil einfach auch in dem Gesetz verankert, ne? Also man hat sehr kurze Fristen bei der Durchsetzung von Ansprüchen. Wenn man also nicht bereits sich auskennt mit AGG und so weiter, dann verpasst man das auch alles. Dann gibt's Prozesskosten, die also ein gewisses Risiko darstellen. Es gibt Schwierigkeiten der Beweislast, das haben wir gerade schon dargestellt. Dann muss man auch sagen, ein Riesenproblem im Diskriminierungsrecht ist, dass die deutsche Richterschaft einfach von Diskriminierung keine Ahnung hat, die erkennt das nicht, das sind halt größtenteils JuristInnen, die sind oft weiß, privilegiert, nicht diskriminiert und die sagen dann, die erkennen das einfach nicht, ne? Also die denken, Rassismus ist nur Neonazis, sondern die erkennen nicht, dass Rassismus auch unbewusste Kriterien sein kann, wo also ein Türsteher denkt, ja okay, der sieht aus wie ein Araber, der ist bestimmt homophob, aber das ist ein rassistisches Vorurteil und das zu erkennen, das scheitert leider vor Gerichten eben auch manchmal. Und damit haben wir schon ein bisschen dargestellt, was es irgendwie auch an Problemen gibt in der Durchsetzung von AGG-Ansprüchen. Im Ergebnis heißt das, also das AGG, Entschuldigung, das habe ich vielleicht nicht klar genug dargestellt, hat halt diesen, also Artikel 3, Diskriminierungsschutz vom Staat auf die Privatwirtschaft verlagert und vor allem Arbeitsrecht und Zugang zu Waren und Dienstleistungen. Und das spielt vor allem in der Praxis im Arbeitsrecht inzwischen eine Rolle mit der Diskriminierung. Also diese gerade so Clubfälle oder sonstige Dienstleistungen, also wenn ich irgendwo Schuhe kaufe oder ein Restaurant besuche oder ähnliches, spielt in der Rechtsdurchsetzung quasi keine Rolle. De facto werden Verfahren mit guten Erfolgsaussichten immer durch Vergleiche abgewürgt. Deswegen gibt es sehr wenig gute Präzedenzurteile. Und ja, das sind so die Hauptprobleme. Und genau, man kann halt sehen, wer benutzt eigentlich das AGG. Und da sieht man, dass Alter, Geschlecht und Behinderung schon häufiger vor Gericht landen, aber zum Beispiel Diskriminierung wegen Rasse fast gar nicht. Und da kann man dann plausible Überlegungen sich machen, also dass es da, woran es da scheitert, aber vermutlich auch daran, dass die betroffenen Personen es nicht wagen, damit vor Gericht zu gehen und damit auch, also sie keinen Erfolg sich damit versprechen. Das heißt, wir haben ein Gesetz, wir haben Rechte, wir haben Möglichkeiten, uns zu wehren, aber die finden selten die Anwendung, die man sich wünschen würde. Und deswegen hast du auch gerade gesagt, es kam eben leider nicht zu einer Klagewelle, weil die Klagewelle hätte ja gezeigt, dieses Gesetz findet Anwendung, zeigt seine Wirkung. Eine andere Interpretation, und das ist wahrscheinlich die viele auch haben, ist, naja, wenn das Gesetz nicht zur Anwendung kommt, dann ist ja wahrscheinlich auch alles in Ordnung, ne? Ja. Wobei, da wissen wir, glaube ich, da gibt es inzwischen auch genügend Studien, die zeigen, dass das nicht stimmt. Ja, das steht, glaube ich, nicht wirklich zur Frage. Was bringt jetzt das neue Landesantidiskriminierungsgesetz für Berlin? Ja, grandioser Gesetzesentwurf. Wir warten seit Ewigkeiten darauf. Das hat unter anderem, wendet das jetzt quasi das AGG auch auf die öffentliche Hand an, sage ich mal. Also es bindet auch die öffentliche Hand an Diskriminierung. Die ist ja durch Artikel 3 bereits dran gebunden. Aber was das Landesantidiskriminierungsgesetz bieten könnte, sind Verbandsklagemöglichkeiten. Also das ist nicht mehr der einzelne Person obliegt, sich diesen Stress anzutun, sondern auch Verbände, wie zum Beispiel wir, das mal durchklagen könnten. Dann bringt es die Möglichkeit, auf Schadensersatz für betroffene Personen zu klagen oder eben über Prozessstandschaften ihren Anspruch abzutreten an Verbände, dass die das einklagen oder dass Verbände eine strukturelle Diskriminierung einklagen, wo es nicht mehr um die individuelle Betroffenheit von Rechten geht. Das
erweitert also das, also die Durchsetzung in ganz vielen Konstellationen. Dann soll eine Ombudsstelle geschaffen werden, die also auch schlichten kann. Und schließlich ein großer Streitpunkt eben auch so ein bisschen, es gibt eine gewisse Beweiserleichterung. Man muss wissen, also auch im Zivilrecht, wenn man eine Schadensersatzforderung durchklagt, dann muss die Person, die den Schadensersatz geltend macht, erstmal die Grundlage darlegen für ihren Anspruch. Aber da gibt's also auch Ausnahmen, wenn die, also muss man bis zum gewissen Punkt also plausibilisieren und wenn dann die Gegenseite, also wenn es dann in die Sphäre der Gegenseite fällt, bestimmte Dinge, die ich gar nicht beweisen kann, also in einem Unternehmen oder so, dann muss das Unternehmen quasi Beweislastumkehr, wenn ich diese Schwelle erreicht habe, wiederum dann widerlegen, dass das so war. Und so soll das auch im Landesantidiskriminierungsgesetz laufen, dass also der Einzelne muss Tatsachen vorlegen, die es überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass diskriminiert wurde. Und dann muss eben das Land Berlin darlegen, dass dem nicht so war. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das klingt doch sehr sinnvoll alles. Was ist das Problem? Oder was, gibt es da irgendeine Kritik? Ja, es gibt massive Kritik und zwar von den üblichen Verdächtigen, insbesondere die Polizeigewerkschaften, wo man wirklich auch so ein bisschen sieht, also das ist Kritik, die meines Erachtens ganz klar von rechts kommt und die vor allem echt so Fake News ähnlich ist. Also die kritisieren einmal Schwächung der Polizei in der Arbeit, insbesondere gegen Clankriminalität. Soll heißen, wenn wir nicht diskriminieren, können wir nicht weiterarbeiten. Diskriminierung ist, wie wir arbeiten. Finde ich ein krasses Selbstverständnis für eine Polizei. Ja, vor allem die Clans werden ja nicht wegen ihrer Herkunft verfolgt, sondern wegen ihrer Kriminalität. Das ja, wird großes das Fragezeichen, ja kein... ne? Aber Clankriminalität als Konzept ist ultra rassistisch. Aber so, erstens also Schwächung der Arbeit, Entschuldigung, wenn ihr da bisher diskriminiert, ja, dann müsst ihr das halt jetzt lassen, weil das ist immer schon rechtswidrig gewesen. Zweitens sagen sie, oh, es gibt jetzt diese Beweislastumkehr, da sagt Seehofer, das sei jetzt eine Schuldvermutung, die in unserer Rechtsordnung so neu wäre. Das ist einfach nicht richtig und Quatsch, das habe ich gerade dargestellt, das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen, das ist nur sinnvoll, weil sonst, wie soll die einzelne Person Dinge beweisen, die nicht in ihrer eigenen Sphäre liegt. Das ist einfach wirklich kontrafaktisch. Dann die dritte große Angst ist, dass PolizistInnen Angst haben, dass sie jetzt die ganze Zeit irgendwie verklagt werden, Gewerkschaften anderer Länder oder der Bundesgewerkschaften angekündigt, die könnten Polizei nicht mehr zu Großeinsätzen nach Berlin fahren, weil dann könnten die ja verklagt werden. Da muss man sagen, dass auch in dem Gesetz ganz klar vorgesehen ist, dass die individuellen PolizistInnen nicht haften. Und also wenn andere Polizei in Berlin in Großeinsätzen eingesetzt wird, dann ist das Verantwortung des Landes Berlin und dann klagt man auch nur gegen das Land Berlin. Das kann Niedersachsen oder sonst wo egal sein. Wenn die niedersächsischen Polizisten bei einem Großeinsatz in Berlin diskriminieren, dann muss Berlin dafür zahlen. Das ist also alles echt, also diese Kritik ist echt an den Haaren herbeigezogen. Ich kann das nicht verstehen. Also ein neues Antidiskriminierungsgesetz, das von denen kritisiert wird, die gerne diskriminieren. Wir sagen, sieht nach einem ordentlichen Gesetz aus, wollen wir ganz gerne haben. Ja. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Logbuch Freiheit könnt ihr auf YouTube finden, abonnieren, Logbuch Netzpolitik auch und die Gesellschaft für Freiheitsrechte findet ihr auch online. Unsere Zeit ist leider vorbei. Ciao.